Hallo Mädels und Jungs. Ich habe die Rollerreifen ummontiert, weil ja im Hinterreifen täglich wenig Luft drinnen war. Ich habe am Vortag auf 2 bis 2,5 Bar aufgefüllt. Am nächsten Morgen waren nur mehr 0,4 Bar drinnen. Und außerdem verfährt sich auch der Winterreifen etwas schneller. Man sieht hier auch schon, dass im Mittelteil etwas weniger Profil ist als im Seitenteil. Die Noppen sind auch noch da. So weit kann man sich mit dem Roller nicht hineinlegen und natürlich fährt man in der Stadt auch mehr gerade. Aber ja, ich habe ummontiert, habe natürlich die Sommerreifen draufgegeben und bin dann drauf gekommen, dass im Reifen hier eine Schraube drinnen ist. Ja, was mache ich mit dem Reifen? Nicht wegschmeißen, sondern den Reifen komplett abmontieren, dann den Schrauben heraus. Von innen mit einem Vulkanisationskleber verkleben, dann einen Fleck draufkleben über die Stelle mit dem Loch, wo die Luft austreten kann. Und man nimmt am besten so einen Fleck, den man für einen Fahrradschlauch oder für einen Motorradschlauch zum Flicken nimmt oder zum Kleben nimmt. Den klebt man innen drauf, wartet dann und ja, dann montiert man den Reifen wieder und das funktioniert einwandfrei. Nicht vergessen, vorher natürlich das Loch etwas zu verkleben. Ja, so kann man dann den Roller weiterverwenden. Warum? Weil ein Rollerreifen oder mein Rollerreifen ja nicht einer so einer hohen Beanspruchung wie ein Motorradreifen untersteht und ich im Durchschnitt mit dem Roller in der Stadt circa 50, vielleicht allerhöchstens 60 km/h komme, also im Durchschnitt. Das heißt auch Spitzen von 80 dabei und ja, das hält diese Klebestelle ganz leicht aus und ich kann diesen Reifen dann auch noch nächsten Winter fahren, beziehungsweise vielleicht dann sogar noch einen Winter drauf. Wird man sehen, wie viel Profil noch da ist. Wenn nicht mehr viel Profil ist, dann fahre ich ihn natürlich im Sommer zusammen, also kaputt. Ja. Ja, das war's einmal. Und ja, wegen der Kurvenlage. Ich lege mich zwar in die Kurve hinein mit dem Roller, aber ja, das hat sich ein wenig gerecht, weil ich den Hauptständer schon abgeschert habe. Der ist schon sehr stark abgeschliffen. Und das kommt jetzt gleich anschließend. Ja, und hier der Hauptständer. Ihr seht, er ist schon hier ganz schräg abgeschliffen. Im Gegensatz zum anderen, der noch schön rechteckig ist. Und ja, hier sitzt der Hauptständer auf und ja, und schleift sich ab. Also etwas vorsichtiger fahren. Ja, Leute, bleibt mir nur noch eines zu sagen: oben bleiben und wir sehen uns.